Für viele Polen war Paweł Adamowicz ein Hoffnungsträger. Der Danziger Bürgermeister trat entschieden für Bürgerrechte ein, stellte sich gegen die Demontage des Rechtsstaats. Am vergangenen Sonntag wurde er Opfer eines Attentats. Zu seiner Beisetzung kamen heute Zehntausende, um zu trauern und um ein Zeichen zu setzen. Aus Warschau, Nathalie Steger. Die Anteilnahme überwältigend. Die Danziger verfolgen den Trauergottesdienst über Leinwände. Adamowicz war populär, 6-mal wiedergewählt als Bürgermeister. Danzig und die großen Städte sind die liberalen Bollwerke im von der Peace-Partei nationalkonservativ regierten Polen. Ein Tag der Trauer, aber auch des Reflektierens. Danzig ist die Stadt der Freiheit und der Solidarität. Und das Beste, was wir für Adamowicz machen können, ist, seinen Weg weiterzugehen. Für uns alle ist es eine große Tragödie. Ehemalige polnische Präsidenten sind gekommen, aus Deutschland Alt-Bundespräsident Gauck. Auch politische Gegner erweisen die letzte Ehre, wie die nationalkonservative Staatsspitze. Doch gerade wer nicht da ist, setzt ein Zeichen. Peace über Vater Kaczynski fehlt. Heute brauchen wir Ruhe, aber Ruhe bedeutet nicht Schweigen, weil Schweigen wie Gleichgültigkeit ist. Adamowicz wurde wohl von einem psychisch Kranken getötet. Doch seitdem treibt die Polen die Frage um, ob das politische Klima mitverantwortlich ist. Wir werden nicht länger gleichgültig sein, was den sich ausbreitenden giftigen Hass betrifft, auf den Straßen, in Medien, im Netz, in den Schulen, im Parlament und in der Kirche. Heute ein Innehalten, ein Mahnen. Doch dieses Jahr wird gewählt in Polen. Ob sich der politische Tonfall dauerhaft ändert, ist durchaus fraglich.